Oh Mann. Und das als Gelehrten. Sind alles Pfützen voll Gold. Deswegen heißt es Goldklamm. Das ist echtes Gold. Jo. Muss auch was futtern. Okay, das ist einer, wo also alles ziehen möchte. Gut, dann gibt es wenigstens Erfahrungspunkte. Großartig. Ach. Cool. Nee, du, nee, du. Wow, ernsthaft? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Warum will der alle hier drinnen ziehen? Ich verstehe es halt nicht. Warte mal, ist es jetzt der Ninja oder der Tank, wo alle zieht? Ja, dass das der Ninja war, habe ich gesehen, aber... Weißt, es steht halt auch in diesem Scheiß, in dieser Scheiß Goldpfütze drinne.
stimmt ja. Gut, dass er keine Frucht gegessen hat. Der Bottle. Nein, ich bin jetzt nicht. Du. Ja, geht in die falsche Richtung. Leute. Sind wir hier neu drin oder was? Ah, endlich. Ich dachte schon, ich krieg's gar nicht mehr. Das war das Einzige, was ich momentan noch so halbwegs brauche. Aber auch nur halbwegs.
Jetzt kannst du ziehen? Was ist los mit diesem Tank? Der Ninja ist auch nicht viel besser. Oh ja, mach die mal platt. Na, geht doch. Geht doch. Ich brauch die Truhe. Da könnte was für mich drin sein. Oder auch nicht. Großartig. Oha, okay. Wo war da jetzt das Problem? Oh ja, Boss. Nein, was könnte hinter der Boss sein? Ah. Es ist Gertrude. Die knausende Matratze. Die knausende Matratze. Ich bin tot. Und jetzt wisst ihr, warum diesen Dungeon eigentlich niemand mag. Wegen Spielern wie diesen. Beautiful. In. Der Tank, er steht rum und würfelt nicht. Ja, geh einfach raus, danke, Trottel. Ah, ich habe eine bekommen.
Immerhin. Oh, jetzt sind wir schon Level 51. War es das wert? War es das? Und jetzt sammeln wir noch schnell die Ausrüstung. Schnell die Ausrüstung. Die wir brauchen. Yeah, yeah. So, dann wäre das auch erledigt. Zurück zu Geisterzoll. Wir müssen schließlich noch weiterkommen. Oh, der Kater will kuscheln. Komm her. Ja, Papa, ich bin süß, ich bin eine Mizi, ich bin so klein und weich und so dick. Eine dicke, kleine, süße Mizi, Papa, ich will kuscheln. Oh ja. Yeah. Oh, wie, bist du weich, bist du süß. Ups, mit dem wollte ich reden. Hm, liebe dich auch, mein Süßer. Hast du denen die Ausrüstung abgeluchst? Hier, da mag zwar noch ziemlich viel Blut dran sein, aber naja. Iggy Nolf. Ach, mit dem habe ich doch eben schon geredet. Iggy, ich komme. Iggy. Ja, Finny, du bist ein ganz süßer. Ich kraul dich ja schon. Ja, oh, da fängt er an zu sabbern. Sabber. Ich freue mich so, Papa. Ich freue mich, dass ich mit dir kuscheln darf. Bin ich eine brave Mizi? Bin ich eine süße Mizi? Ja. Yep. So. Ja, so liegst du besser. Mein süßer kleiner Mann. Ja, ich muss aber leider die Ausrüstung abgeben, mein Süßer. Oh, Papa, Ausrüstung abgeben? Oh, verstehe ich nicht. Kraul mich. Darum geht es also. Ja, ich werde hier schon irgendwas draus zaubern. Und vergiss nicht, Farbe. Oh, ach ja, diese kleine Miezekatze ist so süß. Also hier hast du deine Frankenstein-Ausrüstung. Ich habe aus den dreien, die du erbeutet hast, jeweils nur eine rausbekommen. Bist du süß? Bist du eine Mädchen? Bist du eine süße Mädchen? Ja, auf jeden Fall. Du bist so sehr geliebt. So sehr. Papa, mir geht's so gut. Ich bin da so ein süßer kleiner Mädchen-Mutti. So, sagt Malark. Hier, galeische Uniformen. Oh, damit kannst du dich bestimmt reinschleichen. Ah, ich wollte dir doch sagen, schleich dich mal jetzt ins Castrum rein. Ich denke, mit der Ausrüstung und diesem Gruß, den wir in den letzten 7 Jahren nicht entdecken konnten, wirst du es schaffen. Das glaube ich aber auch. Ja. Das könnte funktionieren. Den Centurion mit dem galeischen Gruß begrüßen. Es wäre irgendwie lustiger, wenn man ein galeisches Outfit anhätte und Jan an den Galeanen einfacher vorbeischleichen könnte. Das wäre cool. Aber nö. Oh, cool. Sag bloß, ich kann nicht mal... Nicht mal, da kann ich das... Wozu bringt mir das, diese Kopfausrüstung anzuhaben? Wenn sie eh nicht angezeigt wird. Also das hätten sie... Also das ist ja wohl das Minimum. Ich finde das eine Frechheit. So, wo habe ich es denn? Galeischer Salut. Hallo. Wir passen eure Hüte nicht. Deswegen kann ich es nicht. Wieso hast du keinen Hut auf?
Ausrüstung optimieren. Ich muss wieder meine gute Ausrüstung tragen. Dankeschön. Hey, wie ist es jetzt wieder 94? Im Dungeon wurde sie eben noch als 88 angezeigt. Das ist komisch. Ja, mein Süßer, jetzt reite ich mit der einen Hand, jetzt kann ich mit der anderen wieder gescheit kraulen. Ne? Jo, 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 jo. Du bist ein kleiner Mietermutti. Aber ich erlaube, dass du nichts anderes machst, außer mich den ganzen Tag lieb zu haben. Das glaube ich dir, mein Süßer, das glaube ich dir. Du bist nämlich ein kleiner Schmupsi-Pupsi. Oh nein, hier ist auch noch ein Kampf. Mein Süßer, ich muss jetzt meine Hand wegnehmen. Nein, Papa. Nein. Ich lehne mich auf die Tastatur, Papa, wenn du das machst. Papa, was war das? Ach, du bist hier so am Rumkämpfen. Stufe 50. Ich muss aus der Gruppe raus. Bing. Ja, ja, passt schon. Oh, das Maximum-Level ist Stufe 50. Alles, was drüber ist, wird runtergesetzt. Oh, mein Süßer. Bist so ein Schmusekätzchen. Ah, jetzt präsentiert er mir noch mehr seinen dicken Bauch, der gekrault werden will. Gott sei Dank kommt jetzt erstmal eine kurze Sequenz. Dann kann ich diesen Katerbauch erstmal kraulen. Es wäre viel cooler, wenn das Mikro näher an ihm wäre, dass man ihn schnurren hört. Was hast denn du hier gemacht? Ist eine Kralle abgebrochen oder was? Was machst du denn, Süßer? Du ein Baby? Was? Du ein Quest Baby? Ja. Centurio, seht nur. Oh ja. Oh ja, wen? Ja. Ja, du selbstgünstigen Aufständischen, man hat uns reingelegt, Männer! Dicker Katzenbauch, Bauch, Bauch. Und jetzt muss Papa sich nur kurz konzentrieren. Lalala. Bam. Und bam. Nett. Nee, 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 nee. Das lass mal, Freundchen. Das lass mal schon sein. Das geht verdammt schnell. Jo. Oh, die sind ein bisschen stärker, oder? Nee. Nee, 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 sind sie nicht. Meine Ausrüstung ist aber auch zu gut. So, jetzt kann ich deinen dicken Bauch erstmal wieder festhalten, mein Süßer. Nicht, dass der wegfliegt, ne? Gute Arbeit, Bebukla. Jetzt haben wir unsere magische Kampfmaschine. Das war unser Plan all along. Aber wir haben sie ein bisschen zu sehr kaputt gemacht. Wir müssen die reparieren. Los, Leute. Ich mache mir da nicht die Hände ran schmutzig. Nein, mein Süßer. Nein, leg dich nicht anders hin. Oh, sieht zwar scheiße aus, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ja, ja, da fehlen ein paar Gelenke, aber das machen wir schon. Die Gallier pflegen ihre Geräte gar nicht. Das ist ja traurig. Oh, süßer Mann. Okay. Ja, du bist ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann. Oh, ist das schön, wenn der Kater euch so mit einem kuschelt. Yay! Ja, also die war eben noch so halb am Brennen, aber die ist gut genug, dass man sich reinsetzen kann, um sie zu steuern. Guck mal, sie humpelt auch nur ein bisschen. Oh, Baby. Ich liebe dich auch.